So, liebe Leute, und die nächste Folge von FIFA steht heute wieder schon wieder an heute. Mit dem nächsten Spiel gegen Tolu, Spieltag Nummer 33. Auf geht's. Wir sollten keine Zeit verlieren. Und ich weiß auch nicht, wieso der jetzt irgendwie was geändert hat. Na gut. Egal. Ich weiß auch, das nächste Spiel gegen Tolu ist halt, wie gesagt, jetzt könnten wir sogar Tabellenführer werden mit dem Sieg. Ich bin wie immer mit dem Team. Trapp steht wieder am Tor. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch den Titel holen. Liga oder Pokal holen. Am besten beides. Das ist zumindest mal mein persönliches Ziel. So. Wir probieren es einfach mal. Angriff über Neymar. Ja, der hat den Moment des Abspiels verpasst. Jetzt geht der Ball über Rabiot, aber der wurde gerochen, der Pass. Der wurde gerochen. Ah, schade. Ja, Toulouse könnte uns tatsächlich hier ein bisschen in die Suppe spucken. Sie kommen mal durch. Deswegen habe ich gerade nichts gesagt, weil ich mich ein bisschen kurz. Ah, Griezmann läuft dazwischen, aber jetzt der Ball auf Neymar. Doch noch irgendwie angekommen. Jetzt mal vielleicht eine Lücke. Aber nein, und wieder einer dazwischen von den eigenen Leuten. Ja, der passt doch ins Goal-Tag. Ich dachte, er wäre drin gewesen. Wäre vorbei gewesen. Alex Hunter mit dem 1:0 für Paris. Sehr gut. Ah, verdammt. Da hat mich der Verteidiger zweimal gut weggeblockt. Das wäre vielleicht ein bisschen gefährlicher geworden noch. Schade. Er gibt den Elfmeter. Ja, das war klar. Er gibt Gelb für Silber für den Kapitän. Elfmeter war klar. So. Trapp darf sich jetzt als Elfmeter-Killer beweisen. Tut er auch. Aber der Nachschuss ist drin. 1:1. Bitter, dass der Schuss wieder zurückkommt. Trapp hätte es in der Elfmeter-Klasse. Aber dann plötzlich 1:1 hier. Aber das wäre bitter, weil Lyon jedenfalls unentschieden gespielt hat. Paris mit dem Sieg Tabellenführer werden könnte. Ah, warum geht er da nicht hin? Ja. 2:1, Alexander. Hier lässt du den Verteidiger schön mal stehen, den Fünfer. Und der Ball geht ins Tor, leicht angelupft. Keine Chance für den Keeper. 2:1, Paris. Sie wollen ja hier schließlich ihre Aufgaben machen. Ah, Moment, den kriegt er noch, den kriegt er noch, den kriegt er noch. 3:1! Hier läuft gerade alles für Paris.
nächster Treffer, Javier Pastore. Der Griezmann, er holt den mal noch vor der Linie. Die Flanke. Und Pastore am kurzen Pfosten. Schulter 5 wieder rum. Nutzt das Ding und macht es. Hui, Pfosten. Schade, Griezmann, Quatsch, war Hunter, glaube ich sogar. Nach dem Ausgleich für Toulouse. Oh, schöner Ball auf Antoine Griezmann. Nicht das Tor. Hier nicht das 4:1. Aber wieder so ein klasse Zusammenspiel. Hunter und Griezmann. Ein leichtes Foul. Na gut, die Gesamtwertung haben wir ja schon. Die. Die Maximalbewertung, die haben wir ja schon bekommen. Hier geht es darum, eigentlich nur noch den Titel zu holen. 3:1. Verdient. Na, kann man mitarbeiten. Ja, schon wieder der Ball nicht präzise genug. Ah, verdammt. Ui, schade. Meunier! Versucht einfach mal über die Außenbahn. Und er leitet irgendwie das 4:1 ein. Wieder so ein Ball, der aus einer Gründe geholt wird, in die Mitte gespielt wird und das einer abnimmt. Hier. Ach, das war der Verteidiger. Schön verloren hier den Ball an Neymar. Und Hunter steht dann goldrichtig. Braucht nur den Fuß rein zu halten und steht hier 4:1. Ja, sieht so aus, als würde Paris auch hier die Punkte einsammeln. Neue Mannschaft Draxler für Neymar. Uiuiui, beziehungsweise für mich ein Foul an Hunter. Schiedsrichter sieht das nicht so. Und Trapp passt auf, da bei diesem Mal. Die Maria. Ah, Moment. Ja, doch. Schade. Jo. Ich habe jede Chance, der Griezmann passt, aber der Ball ist dann doch drin irgendwo. Griezmann macht das Tor dann am Ende. Juri neu raus, Kimembe neu in der Mannschaft. Oh, Griezmann, er holt sich den Ball ohne. Ah, da muss er ein bisschen früher entweder abspielen oder er muss es halt selber machen.
Ja, wunderbar. Aber Paris, wie, jetzt gehen sie mal ein bisschen drauf. Jetzt gehen sie richtig drauf. Ui, was war das für eine schlechte Chance? 78. Minute. Kein Abseits. Der Schiedsrichter sagt doch Abseits. Schade. So, jetzt gibt da, was gibt da? Freistoß oder gibt er doch Elfmeter? Ein Foul war es, es gibt Gelb erstmal. Er wird Freischuss geben, weil Ball war wohl außerhalb des Tores, außerhalb des Strafraums. Ball knapp hinten. Ja. Und Silva mit einer der präzisen Grätschen. Meistens präzisen Grätschen. Und achte durch den Elfmeter. Ah, jo, das war doch nichts. Griezmann, mein Gott. Eieiei. Ja, ich habe wohl nicht mehr viel zu gehen gerade. Weil 5-1 ist auch ein Ergebnis, wenn man mit 3 Punkten holt. Ob es jetzt 5-1 oder 6-1 ausgeht, macht dann auch nicht mehr aus, aber. Ja, schon wieder der Ballverlust. Irgendwie geht kein Ball mehr durch. Egal, 5-1. Das ist der nächste Sieg. Und man wäre ist jetzt eigentlich Tabellenführer, wenn man auf die Tabelle gucken würde. Zumindest 33 Spiele. Man hat jetzt einen Punkt mehr als Lyon. Die Frage ist halt, wann man halt noch gegeneinander spielt. Gut. Attribute haben wir nicht zu verteilen. Daher alles okay. Na, mach ich noch nicht ganz. Da muss noch ein bisschen was kommen. Wir haben so viele Anpassungsdinge. Na gut, wir haben hier die Aufgabe erledigt. Es ist eigentlich ziemlich egal. Ja, genau. Wir stehen auf der Tabelle jetzt auf Platz 1. Da gehören wir hin auch. Wie gesagt, 5 Spiele sind es noch. Ja, nicht mehr viel. Ich mache jetzt noch eine Folge hier. Und dann denke ich mal morgen nochmal, wenn alles gut läuft, 4 Folgen. Und dann sollte es auch am Mittwoch. Und dann passt es auch erstmal. Dann sind wir hier nämlich mit dem The Journey durch. Und dann kann man quasi dann irgendwann gleich mit der Karriere beginnen. Und da freue ich mich auch besonders drauf. So. Gut, was haben wir denn jetzt? Nächstes fortgeschrittene Elfmeterspiel. Spiel ohne Ball, Grundlagen. Okay. Our fans expect us to win a silverware each and every season. And the success starts with the hard committed training. Mhm. Ja, trainieren wir. Beginnen wir das Training und hoffen wir mal, dass es ein bisschen besser läuft als beim letzten Mal.
Jawohl. Auch der ist drin. Ja, auch der passt oben ins Eck. Los jetzt, los jetzt! Latte, verdammt. Na, ich glaube, der ist zu niedrig. Los, sie mir alles geben! Ich krieg den nicht so gestellt, dass ich den... Ich glaube, das könnte passen. Ne, könnte nicht. Oh, oh. Doch, der passt. Okay. Ich glaube, wir haben sogar auf A gesetzt jetzt mittlerweile. Los, präzise Pässe! Präzise Pässe beim Elfmeter? Würde ich gerne sehen. Latte, aber das gibt auch Punkte. Dann verzichte ich den lieber und gib dann halt die Latte, ja. Forza, Forza, Forza! Voller Einsatz! Nein, ich wollte die scheiß Flasche treffen. Schade, egal, sei es so. B ist besser als das, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Spiel- und Ballgrundlagen. Ja, verdammte Rotze. Ja, ich hab doch eigentlich da durchgenommen. Wieso nimmt ihr das nicht? Jo. Andiamo, andiamo! Einsatz, ich will Einsatz sehen! Jo, auch der ist drin. Ah, verdammt, hat er gut gehalten. Run, run, run! Ha, egal. Ah, Hammer. Wunderbar. Ich muss ja gerade mich ein bisschen konzentrieren, deswegen habe ich nicht quatscht dann ein bisschen weniger teilweise. Einmal B, einmal A. If we carry this intensity into our next match, we will be very hard to beat. This match I can be sure of. Thank you all. Ich finde das cool, wenn ihr die Ansagen macht, dann halt diese präzisen. Moment. Dann die italienischen Akzent noch dabei hat halt. So, this is the secret to our success? You training all day, every day? Gotta stay sharp, bro. My close control needs to be out of this world if I'm gonna keep up with you. You're looking all right out there to me. Sometimes things just click. Too right. Just don't want it to stop clicking. Think you can do it faster than me? You're good, mate. But you're no Dennis Bergkamp. Oh? And so you think you got a touch like him, do you? Prove it. Noch ein kleines Quelle der Herausforderung am Ende. Noch ein Zusatztraining hier gerade in dieser kleinen Folge hier. Ach, leck mich doch der Herr. Diesmal habe ich. Na, der wird mich kriegen diesmal. Oh, ich stehe doch nicht in der Nähe, ja. Naja, egal, war besser als ich. Schade, hätte man keinen haben können.
So, wunderbar. Wieder liegt Nio vor uns. Nächstes Spiel, morgen gegen Straßburg. Und dann gucken wir mal, ob wir uns wieder die Tabellenführung zurückhalten, zurückholen können. Mein Gott, schweres Wort. Egal. Bis dahin und auf Wiedersehen. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid und da hier bei FIFA gestoßen seid, dann lasst auch ein Abo da. Bis dahin und auf Wiedersehen.